Hallo und herzlich willkommen zu einer brutal ehrlichen Hotelkritik. Es geht um ein Autograph-Hotel. Da gibt es ein ganzes Buch von Informationen. Wer sowas mag, der kann das sich mal besorgen. Gibt es in den Hotels und dann kann man sich auch so ein Exemplar mitnehmen. Ich bin in einem Autograph-Hotel und zwar im Falkenstein Grand in Königstein in der Nähe von Frankfurt mit einem fantastischen Sky Frankfurt. Ich wurde sehr herzlich begrüßt. Also erstmal mit so kleinen süßen Leckereien und dann auch mit einer sehr netten, persönlich geschriebenen Karte. Ihr wisst genau, wir Premium-Gäste, wir mögen so etwas, wenn wir persönlich begrüßt werden. Wenn da drauf steht, sehr geehrter Herr Schröder, herzlich willkommen, mit einer fantastischen Schrift übrigens, im Falkenstein Grand, wir freuen uns sehr, Sie bei uns im Hause begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine wunderschöne Zeit bei uns im Taunus. Darum geht es. Bei Fragen oder Wünschen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Herzliche Grüße des Hotelmanagements und das gesamte Team. Ja, da muss ich sagen, da hat sich jemand vorbereitet. Der Gast, in dem Falle der Hornbest Hoteltester, kommt in das Hotel Falkenstein Grand und wird persönlich begrüßt. Dann kleine Leckereien dazu, die Freude gemacht haben, mal so einen frischen Brownie und so. Ja, also köstliche kleine Sachen, bisschen Früchte dazu. Eine Flasche Sprudelwasser, als hätte man sich informiert. Aha, der Hon mag ja Sprudelwasser, oft steht ja stilles Wasser. Aber ich finde, das macht es ja aus, wenn sich sozusagen ein Hotel vielleicht ein bisschen mehr informiert hat und weiß, der mag ganz gerne es ein bisschen sprudelig. Also das Mittelsprudel. Ja, wir leben im Luxussegment. Das ist ein Luxushotel. Zumindest verspricht es das. Was dieses Hotel auf jeden Fall hält, es hält die Autograph-Abteilung. Also hier ist Geschichte. Hier wurde auch schon Geschichte geschrieben. Das geht hier schon sehr gut los. Denn genauso stellt man sich ein Autograph-Hotel vor, dass es nicht nur ein Pseudo-etwas ist, sondern dass es etwas hat, wo man dann auch ein bisschen wühlen kann und auch dann Dinge findet, die interessant sind und die einen ja interessieren. Also ich meine, so eine Weltreise zu machen nur mit Autograph-Hotels, da kann man Glück haben, aber man kann auch extrem viel Pech haben. Ja, von der Seite ist da alles möglich. Hier wurden diese Vorstellungen auf jeden Fall erfüllt. Ich kam hier an, wurde sehr extrem freundlich begrüßt, professionell vor allen Dingen. Also hier unten arbeiten Mitarbeiter in der Rezeption, die mir das Gefühl von Professionalität vermitteln. Die also vorbereitet sind, die wissen, dann hat man seinen Personalausweis abgegeben oder seinen Reisepass und dann heißt es Herr Schröder und dann merkst du, die Sonne geht auf, ja? Dass man also sagt, wir haben für Sie ein schönes Upgrade. Ja? Und zwar, wir haben auch Suiten, aber wir haben gedacht für Sie, weil ich buche ja das einfachste Zimmer, haben wir für Sie ein Deluxe-Zimmer rausgeholt. Es ist neu renoviert, es sieht toll aus. Wir finden, da fühlen Sie sich am besten aufgehoben. Interessante Idee. Also ich meine, wir brauchen ja keine großen Suiten, wenn die Suiten noch nicht fertig sind oder wenn sie schmutzig sind oder ja überhaupt nichts bringen. Also ich meine, ich brauche keinen großen Raum, ich brauche einen schönen Raum, ich muss mich wohlfühlen, ich muss Spaß haben, Freude haben. Und man hat sich hier Gedanken gemacht und gesagt, okay, dem Herrn Schröder bieten wir jetzt nicht, ich sag mal, oben die Penthouse-Suite an, wir haben ein Zimmer mit einem besseren View, mit einer schöneren Atmosphäre und vor allen Dingen eben gerade erst renoviert, also auch noch frisch. Habe ich mich gefreut drüber. Kam hier rein und es wurde erfüllt. Es war wirklich ein Traum. Ich bin in ein schönes Zimmer reingekommen. Ich habe mich hier diese Nacht extrem wohl gefühlt und kann das also nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank hier an diese Rezeption, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Und auch kommen wir mal gleich auch, weil Gedanken gemacht, hier haben wir eine Hotelleitung, ein Hotelmanagement, was für den Kunden arbeitet. Toll, wirklich. Die Freude gehabt, diese Menschen hier alle persönlich kennenzulernen, ihre Leistung kennenzulernen. Und es geht eben los. Ihr wisst ja, der Fisch stinkt am Kopf. Ihr wisst ja, was ich meine. Das heißt also, hier wurde gut gearbeitet. Das Management ist top. Und es geht eben runter, dass ich sage, vom Management auch hier die gesamten Mitarbeiter, ob das Frühstück war, exzellente Mitarbeiter im Frühstück, top gekleidet, schön die Haare zurecht gemacht. Und also alles, wo man sich sagt, Mensch, ordentliche, saubere Geschichte. Also jetzt nicht irgendwie, wo man das Gefühl hat, meine Güte, was haben die denn hier für Personal? Kriegen die nichts mehr? Nein. Also hier ist noch schönes, gutes Personal, junges Personal, Mittel, also von allem dabei. Es gibt so kleine Problemchen, ich sag mal, im Bereich der Sauberkeit. Es gibt ein paar Stellen, aber dennoch, was Sauberkeit anbelangt, ihr wisst ja, gibt es ja Albtraumhotels, ja, wo man sagt, oh Gottes Willen, ja, wo man die Klimaanlage nicht anmacht und, wo man also nur, ja, hier gibt es so kleine Dinge. Also ich sag mal, es macht auch mal Sinn, die Fenster zu öffnen und auch mal von außen ein bisschen sauber zu machen. Also so an den Ecken und Kanten, dann auch natürlich an den Rändern, oben am Schrank ein bisschen so. Es gibt ein paar kleine Sachen, die Klimaanlage ist in Ordnung, also ist zumindest also top und das war nur minimal. Das Badezimmer war sauber, ich habe keine Flecken gefunden, ich habe keine anderen Haare gefunden. Also alles
alles war vom Gefühl eben so, dass man sagt, das, was ich sehen kann und was ich jetzt gerne benutzt habe, ich war in diesem Zimmer und in diesem Bad extrem gerne. Dann haben wir ja mal abgesehen von tollem Personal, von einem fantastischen Management, was hier die Leitung hat, auch ein Haus, was es sich lohnt zu erkunden. Wirklich. Es ist ja erstaunlich. Man denkt, oh, man bucht Frankfurt, ist aber noch mal so 30 Kilometer entfernt. Aber das lohnt sich eigentlich, die Fahrt hierher. Also auch jetzt wieder zurück ist ja eine halbe Stunde. Es sei denn, man ist eben, und das ist das, was ich gesagt habe, unten, wie ich da angehabt habe, wenn man am Frankfurter Airport ankommt oder an der Bahn, wie auch immer, ja, und man fährt dann dieses Chaos da mit Staus etc. auf den Autobahnen und kommt dann endlich auf die Bundesstraße 8. Die Bundesstraße 8. Da freut man sich, weil dann ist die Fahrt frei. Da ist kein Stau mehr vor dir. Dann kommst du hier nochmal ins Örtchen Königstein rein. Da ist nochmal so ein bisschen problematisch, weil da ist 30 und wenn die Einheimischen hier dann nur 10 fahren, da ist es natürlich schwierig. Ja, also das wird dann. Und dann ist auch noch eine Ampel da. Ich will gar nicht an die Ampelkoalition denken. Also da ist der Ampel und da ist auch Chaos. Ja, also nicht nur in Berlin, sondern auch hier. Ja, wenn man dann hierher kommt, beginnt eine schöne Ruhe. Die wurde zwar, das muss ich immer dazu sagen, ihr wisst ja, ich bin da immer ehrlich, die wurde zwar hier um 8 Uhr von lautem Motorgeräuschen unterbrochen. Ich meine, das ist natürlich... Ja, und dann kommt noch so ein Ding, der saugt die Blätter ein, der macht die Straße dann am 8 Uhr. Das kann man um 15, 16 Uhr machen, wenn Leute ein- und auschecken, wie auch immer, aber doch nicht... Naja, es ist eben alles organisiert, ist alles schwer heutzutage, wahrscheinlich haben die Firmen da keine Zeit und so, naja. Es ist eben leider so. Aber kommen wir mal zu den wichtigen Dingen, die uns interessieren. Es gab also ein sehr, wie ich finde, schönes Upgrade. Für mich absolut akzeptabel. Es gab ein Frühstück inkludiert oder eben diese 1000 Punkte. Ich habe das Frühstück genommen, es hat sich gelohnt, weil allein dieser schöne Blick, man sitzt da und hat diesen Blick auf diese Skyline von Frankfurt. Das war heute Morgen eine Freude und diese Mitarbeiter sind ja köstlich. Also wirklich. Also sowas von... liebreizend. Ich habe gerade was, ihr wisst ja, man will ja mal den Cappuccino, heiße Tasse, einmal ausspülen mit heißem Wasser und mir dann da reinfüllen. Herr Schröder, selbstverständlich. Guck mal, Herr Schröder, das ist vom Stern, dass man weiß, wer ich bin. Ja, als Gast. Man muss ein bisschen sich informieren, wenn man das weiß, dann kann man damit punkten. Und das könnte natürlich dann auch positiv fürs Hotel zurückkommen. Also es ist ja immer so ein Gesamtpackage. Das meine ich ja. Also es nutzt nichts, wenn ein 5-Gänge-Menü im Eisbereich am Schluss versagt. Ja? Dann nutzt das 5-Gänge-Menü nichts, auch wenn es noch so toll war. Also so ist das auch im Hotel zu sehen. Das muss ein 5-Gänge-Komplett-Menü sein. Dann ist es ein 5-Sterne und wenn alles gut war, ein Superior. Würde ich in dieses Falkenstein Grand nochmal kommen? Ich freue mich, es gebucht zu haben, weil ich wollte das gerne erleben. Ich habe diese tollen Mitarbeiter erlebt. Ich habe das tolle Management erlebt. Ich habe dieses fantastische Haus erlebt, was wirklich tolle... schöne Momente hat und wo man sagt, also das macht Spaß, auch wahrscheinlich in den Wintermonaten hierher zu kommen. Und jetzt habe ich noch gehört, was ja dramatisch ist, dass dann auch dieser Pool, der ja beheizt wird, dass man darüber nachdenkt, jetzt in den Regierungen die Poolheizungen abzustellen in den Hotels. Was für ein Irrsinn. In welche Zeit gehen wir? Das ist ein Rückschritt. Da kann ich nur hoffen, dass die DEHOGA nicht wieder versagt, wie eben auch in den Corona-Zeiten. Da hat die DEHOGA, dieser Verband, extrem versagt. Die sind ja eingeschlafen. Da hat ja gar keiner reagiert. Dann, wie es am Schluss war, da haben sie dann so ein bisschen gesagt, da müssen wir noch was tun, sonst steigen uns die Hotels auf den Dach. Aber da müssen die Hotels mal ein bisschen lauter werden. Das sage ich ganz ehrlich, die Hotels müssen hier lauter werden. Sie müssen ihren Verbänden auf den Kopf steigen. Und speziell, wenn es um solche Meredith und solche Ketten geht, wenn die das nicht machen, dass ein einzelner kleiner Hotel kann da nichts mehr machen. Das ist doch klar. Also von der Seite, das darf man sich nicht bieten lassen und man darf sich nicht alles bieten lassen. Was hatten wir noch? Also ich finde das Passwort für das Internet. Ich weiß gar nicht, was sich Hotels dabei denken, dass sie sich so ein schwieriges Passwort ausdenken lassen. Also grundsätzlich ja nicht schwierig, aber warum nicht so ein, es muss ein ganz einfaches Passwort sein. Wenn ich jetzt hier Gast im Hotel bin, dann will ich nicht, ich sag mal, Falkenstein 1834 596 512 haben, sondern ich möchte eigentlich 12345. Guck mal, weil... Ich meine, dafür habe ich das Internet, das Wi-Fi hier. Hier ist ja außer Gästen doch eigentlich niemand. Und von der Seite kann man dann wenigstens, ich sag mal, das einmal die Woche ändern. Da macht man nachher 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, sowas. Aber da jetzt mit schwierigen Passwörtern zu arbeiten, ist vielleicht nochmal ein Hinweis an die Hotelleitung. Überdenkt doch nochmal diese Passwortgeschichte, ob man das jetzt nun mit Jahreszahl und Name und alles sich da eintippt. Ich meine, geht alles einfacher, oder? Ich finde ja. Was mir in diesem Zimmer hier so ein bisschen fehlt, ist mehr Licht. Ja, weil es ist ja insgesamt, weil draußen ist ja ein Balkon und dann ist da noch das Dach, das geht weiter vor und dadurch ist es hier drin ein bisschen dunkler. Also es wäre schön, wir hätten jetzt nicht so eine Funzel hier, sondern wir hätten ein bisschen mehr die Möglichkeit, auch helleres Licht zu machen. Denn wenn es hier so am Nachmittag schon duster ist,
Das ist schon dramatisch. Und von der Seite vielleicht so ein bisschen mehr Licht. Wie sagte Goethe, bevor er dann, ne, das Leibliche segnete, sagte er, mehr Licht für mich waren. Ich muss das betonen, für mich. Das sind ja neue Matratzen hier, für mich waren die zu weich. Wenn ich mich schon draufsetze, erinnere ich mich so ans Hotel Atlantik. Ja, wenn ich mich da draufsetze, wupp, da sacke ich so runter. So, da geht das schon runter. Also, so, wupp, bin ich weg. Ja? Und das ist schade, weil ich finde, so eine Matratze muss auch für ältere Gäste ein bisschen härter sein, weil das ist gut fürs Kreuz und das ist besser zu schlafen. Ich habe gut geschlafen, wirklich, keine Frage. Es ist ja auch durch die Fenster, ist ja alles leise. Man darf sie nur nicht aufmachen, wenn draußen der Laubsauger kommt. Aber wenn man die Türen zulässt, ist es eigentlich völlig in Ordnung. Auch die Lautstärke so vom Nachbarn, wenn die was machen, man hört ein bisschen, wenn so dieses Fenster mal auf und zu geht. Aber ansonsten habe ich hier wirklich leises Wann, leises Zimmer. Ich habe gut geschlafen. Und ich meine, warum kommen wir hierher? Um hier zu übernachten, oder? Was man auf jeden Fall noch verbessern kann, sind Kleinigkeiten. Also ich meine, so ein offener Strombereich, den ich da so gesehen habe, das hätte man vielleicht, ja, im Gesamtblick sehen müssen. Auch das Matratzen runterrutschen. Ich weiß, es ist jetzt momentan, das Haus ist nicht ganz so voll. Dennoch war es gut besucht, hatte ich das Gefühl. Also ich habe viele Gäste gesehen. Und wenn es dann natürlich jetzt nicht wirklich die Sonne direkt scheint und es so ein Wetter ist, wo es auch mal zwischendurch regnet und dann wieder Sonne scheint, ja, das ist jetzt gerade auch wieder der Fall, dann ist wieder Regen oder wieder Sonne, dann ist das natürlich so, dass man gerne mal das eine oder andere vergisst. Ich finde eine tolle Idee, und das habe ich hier mit dem Hausmanagement so besprochen, danke für die Information. Ich finde es fantastisch, dass die hier so miteinander arbeiten. Das heißt also, dass das Personal auch Ideen reingeben kann. Das Personal ja so ein bisschen entlasten will, indem man hingeht und sagt, wir haben das Personal jetzt im Bereich des Restaurants bis 22 Uhr arbeiten oder bis 22.30 Uhr, dann machen die Feierabend. Jetzt liegt aber noch Besteck und so, das muss gewaschen, das ist fertig, es muss poliert. Haben die also ein Polierteam, was oder nachts kommt, eins oder zwei Leutchen, und die fangen dann an zu polieren und das müssen dann die Restaurantmitarbeiter nicht mehr machen. Tolle Idee! Guck mal, das meine ich. Das sind Manager, die denken mit, die denken weiter und auch für ihre Leute. Und auch das, es geht auch darum, dass ich als Gast vermittelt bekommen möchte, diese Mitarbeiter arbeiten erstens gerne hier, werden gut bezahlt und dass man sagt, die sind eben top ausgestattet, dass man also oft auch ein gepflegtes Aussehen sieht. Ich meine, wenn er jetzt, ich weiß nicht, so einen riesen Nasenring hier vorne im Bereich des Kopfes trägt, vor dem Mund und noch irgendwelche Dinge, ist vielleicht schwierig im Fünf-Sterne-Haus. Das mag vielleicht im Moxie-Hotel möglich sein. Also ich finde, da sollte der Hotelmanager auch mal ein bisschen nachdenken. Aber dennoch, hier die Top-Mitarbeiter, Top-Hausmanagement, ein fantastisches Haus, exzellentes Frühstück. Ich habe hier sogar zu Abend gegessen, es war fantastisch, diese Hausküche hier. Also mit dem Chefkoch, den ich auch das Vergnügen hatte kennenzulernen, hat ein fantastisches Essen gezaubert. Das ist hier alles auch für diese Region vorbereitet und man hat hier regionale Metzger, man hat hier einen, ja, wo man den Fisch herholt. Also es gibt hier Regionalitäten, es ist nicht nur alles aus der ganzen Welt geholt. Das ist der richtige Weg, da müssen wir hin, um wieder in eine fantastische Qualität zurückzubekommen. Falkenstein Grand. Mir hat es, ganz ehrlich, wirklich Spaß gemacht zu sein. Ich habe es nicht bereut, weil, ich sage ja nochmal, weil normalerweise, wenn man in Frankfurt ist, denkt man nicht dran, hierher zu kommen. Aber das ist halbe Stunde Fahrt und halbe Stunde Fahrt, wenn man jetzt nicht keinen Stau hat. Dann ist man schon wieder in der Stadt und auch am Flughafen. Ist eine interessante Idee. Ich komme wieder. Also ich finde das toll. Ich will es nochmal erleben und werde sicherlich nochmal einen Tag finden, wo ich sage, in dieses Autograph Hotel will ich nochmal her. Und was ich noch als Abschluss mitteilen möchte, ich habe ja das Problem hier gehabt, dass ich gesagt habe, ich will um 16 Uhr auschecken. Und das haben die gesagt, ja, das geht leider nicht. Ich habe gesagt, was? Das ist garantiert. In meiner Buchung steht es garantiert. Und dann hat mir die Mitarbeiterin die Mühe, hat sie sich gemacht, herauszusuchen, dass es auch in diesen Statuten drinstehen kann, dass es nicht unbedingt garantiert sein kann. Vielleicht hat der ein oder andere von euch noch Informationen. Ich werde daran rumbohren, weil ich habe bisher immer gedacht, 16 Uhr ist unsere Garantie. Und ich würde sagen, da halten wir jetzt erstmal auch fest. Dann wurde das hier auch noch bis 16 Uhr verlängert. Also nochmal ein Go. War eine Freude hier. Hot time, but you lost it now. Hey now.
quiero eso. Ay, baby, dame. Yo soy tu amiga y tú mi amigo. Oh, no. A ti te gusta que yo te llame. Quiero eso. Ay, baby, dame. Yo soy tu amiga y tú mi amigo. Oh, no. We'll be right back.
Sets.